And it's me again, Frittenfrisser LP hier am Mikrofon für euch und wieder mal kräftig am Zocken. Heute oder von heute an zocken wir zusammen einen Super Mario 64 Hack, nämlich Super Mario 64 und ein Saware würde ich ihn nennen. Ganz sicher bin ich mir nicht, ich habe schon mal ein bisschen, ich habe vorhin schon mal aufgenommen, wurde aber unterbrochen, also holen wir den ersten Stern nochmal. Ich hoffe, ihr seht mir es nach, da ich schon einen Stern geholt habe in diesem Let's Play, ist ja nicht so viel. Ja, Super Mario 64 on an Saiware muss so um die 60 Sterne haben, wie ich das mitbekommen habe. Ist also nur halb so groß wie das Originalspiel. Ist ein Hack von Bro Dude, einem guten Hacker, wie ich finde, der auch schon Super Mario Star Revanche gemacht hat. Vielleicht kennen das einige von euch, ein cooler Hack. Vielleicht Let's Play ich den auch noch, weiß ich nicht, mal schauen. Jetzt erstmal hier der. Das ist so ein Urlaubshack. Er soll nicht allzu schwer sein. Also bin ich da eigentlich frohen Mutes. Und da es ein Urlaubhack ist, möchte ich mit vielen anderen auch in Urlaub gehen. Also natürlich mit euch als Zuschauer. Ihr seid herzlich eingeladen, hier diesem Let's Play beizuwohnen. Aber ich möchte auch mit vielen anderen Let's Player in diesen Urlaubshack starten. Die erste Folge moderiere ich allein, hört ihr ja schon. Aber ab der zweiten würde ich gerne ständig Co-Kommentatoren mit dabei haben. Also wenn du ein Let's Player bist, dann ja, schreib mir doch mal und dann nehmen wir vielleicht auch mal zusammen eine Folge auf. Mal schauen. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Und ich lese jetzt mal, bevor ich hier weiter rumquatsche, das Schild am Anfang. Mario on a Saiware 64, ein Super Mario 64 Hack von Bro Dude, Musik bei Super Mario World Central und die Leveltexturen ebenso, Tools bei Skilux, Original Game bei Nintendo, wer hätte das gedacht? Spezieller Dank an Skilux für den Importer, an mich fürs Spielen und Let's Playen und an seinen Computer für gar nichts, seit er ihn die ganze Zeit getrollt hat. Ja, und vielen Dank an andere für Unterstützung und so weiter. Und natürlich an Spayrita4 für Textkorrigierung. Ja, auch das ist wichtig. Achso, und du bist jetzt am Peach Schloss und Peach wartet auf dich. Und da wollen wir sie nicht warten lassen, ne? Das will ich aber meinen. Ja, also ein lustiger Hack. Achso, was ich vorhin in der Testaufnahme hinbekommen habe, das kriege ich jetzt bestimmt eh nicht mehr hin. Und zwar habe ich deinen Ton getestet und dann bin ich hier irgendwie rumgesprungen. Schade. Und war dann auf einmal hinterm Zaun, hatte keine Mütze mehr auf und bin gestorben. War ein sehr schönes Erlebnis zu sterben. Nee, aber war ganz lustig, weil ich auf einmal einfach tot war. Naja. Achso, zum Schloss sollten wir. So. Hallo Toad. Was möchtest du? Stopp, Mario! Du wolltest doch auf Feuerrieren mit Peach gehen, also werde ich dich nicht in das Schloss lassen. Peach wartet bereits seit 15 Minuten am Schiff auf dich. Geh zu ihr, dummer Mario. Na gut, aber davor möchte ich mich hier noch ein bisschen umgucken. Ist schön hier auf jeden Fall. Der Schlosspark hat sich verändert im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre. Und hier haben wir noch einen Toad, mit dem man quatschen kann. Toad! Wasserfall, Wasserfall, oh, wie ich dich mag. Mario? Was? Warum? Wie? Bist du nicht auf dem Schiff? Ich habe irgendwas hinter mir gehört und war verwirrt, aber ich wollte mich auch nicht umdrehen, weil ich bin cool. Naja, hau ab, ich muss mich erholen. Aber der Weg hier ist neu. Der ist mir gerade schon aufgefallen. Okay, der führt nur ins Wasser, okay. Und ihr seht auch schon, es gibt eine neue Health Point Anzeige oben. Das ist nicht mehr der Mario Kopf, der es mal war, sondern jetzt ist es eben einfach nur eine HP Anzeige, die einem anzeigt, wie viele Punkte man noch hat. Da links ist ein Boot, da gehen wir dann auch gleich hin. Aber ich möchte erst nochmal hier mich umschauen, was es hier so alles geben könnte. Oder ob es hier noch was gibt, das ist natürlich auch die Frage. Sieht mir eher nach dem großen, weiten Meer aus. Ah ja, hier links kommt man, glaube ich, wieder hoch. Ich schaue mal da hinten bei der Ecke. Vielleicht gibt es hier da noch was Verstecktes. Da, da. Da, 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 da. Schöne Musik. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Und. Ja. Ah,
Ihr kommt manchmal weiter. Schade. Okay, also kein geheimes Versteck. Hätte ja klappen können. Ganz schön groß das Level, gell? Also hier vor allen Dingen das Wasser hier hinten. Gut, dann schwimmen wir wieder an den Strand und von da aus gehen wir dann zum Boot, was ja unser eigentlicher Auftrag war. Da vorne ist allerdings noch ein Toad, mit dem quatschen wir ganz kurz. Hey, ich wollte da hochlaufen. Hey! Asozial. Naja, gut. Na komm, wir gehen zum Toad, weil jetzt habe ich schon gesagt, wir gehen zum Toad. Und wenn ich dann nicht zum Toad gehe, dann ist es ja auch schwach. So, Bombe, mit dir reden wir gleich. Erstmal Toad. Toad. Wo bist du nur? Hier ist er. Hallo Toad. Hallo? 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 Hm, jetzt. Zum Glück haben wir diese neue, coole Zugbrücke. Und was denkst du über unser neues Schloss? Hm? Ist es cool? Naja, ich find's besser als das alte, das zerstört wurde, als du versucht hast, Spaghetti zu kochen. Wir werden dich nie wieder irgendwas anfassen lassen, das mit Feuer zu tun hat. Na gut, wenn du diesem Weg folgst, wirst du Peach finden und das Boot nach N'Zaoal. Falls das richtig ausgesprochen ist. Und hier ist eine Bombe, eine Kanone vielmehr. Wie auch im ersten Teil. Was ist denn da hinten noch? Ach, nur so ein Schild und eine Schranke oder so. Auch cool. Alles klar. Dann folgen wir mal dem Path, also dem Weg. Und fahren mit Peach in Urlaub nach N'Zaoal. Aber es würde mich sehr wundern, wenn es bei diesem Urlaub bleiben würde. So, Bombe, was sagst du mir? Hey, du willst also einen Trip nach N'Zaoal machen? Dann musst du auf das kleine Boot gehen und genieße deine Fahrt. Peach ist ebenfalls dort. Das ist sehr schön, wegen der sind wir hier. Mehr oder weniger. So, was gibt's hier? Ja komm, reden wir erstmal mit dir und dann mit den anderen zweien. Hallo Mario, du willst also nach N'Zaoal gehen? Ja, immer noch. Na gut, wenn du in die Röhre hüpfst, wirst du in einen Schlaf fallen. Ich werde dich dann wecken, wenn wir dort sind. Ja, das ist lieb. Was sagst du mir? Peach already went into the pipe. Also Peach ist schon in der Röhre. Ich bin der Kapitän dieses kleinen Boots. Ja, genieße deine Fahrt. Wenn du Probleme hast, such mich, ich werde dir helfen. Na gut. Und Toad haben wir noch. Dann gehen wir auch in die Röhre, keine Angst. Ich bin ja aufgeregt. Ich wollte schon immer mal dahin fahren. Aber ich war... Ja, ich hatte zu viel Arbeit im Schloss. Ich hoffe, Peach wird nicht wieder in Ärger geraten. Ja, das hoffe ich auch. Aber ich fürchte das Gegenteil. Und wir gehen in die Röhre. Juhu, Bob Omp hat uns geweckt. Und jetzt sind wir schon da. Scheinbar. Willkommen. Du hast den kleinen Hafen erreicht. Genieße deine Zeit hier. Touristenhinweis. Tu mir einen Gefallen. Mach ein Safe State und lade ihn. Das will die Sterntextur reparieren. Aha. So, Freunde, wir machen jetzt mal ein Safe State. Und jetzt mache ich extra mal. Sorry, Bro Dude. Passt mal auf. Ich mache das jetzt so. Ich gehe jetzt einmal hier hin. Das Rennen mit Cooper habe ich nämlich schon mal abgeschlossen. Das runne ich jetzt mal durch. So, jetzt bin ich angekommen. Da ist auch schon Cooper, sehr gut. Hallo, hallo, hallo. Stehen geblieben. Und jetzt schauen wir uns mal einen Stern an. Naja, sieht jetzt nicht so falsch aus, oder? Nun gut, dann reloaden wir in Safe State und machen jetzt mal diesen Auftrag gemeinsam. Ich wollte jetzt eigentlich nur sehen. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob sich der Stern irgendwie verändert. Bin ich jetzt mal gespannt. So, hallo Cooper. Hey Mario. Du bist hier auch? Na da, schau an. Dieser Platz ist so friedlich. Nicht so wie das blöde Pilzkönigreich, auf das ich keinen Bock mehr habe. Hey, wie wär's mit einem Rennen? Lass uns sagen, bis zum Palmenpark. Du kriegst einen dieser Regenbogensterne, wenn du gewinnst. Bist du bereit? Natürlich. Mario war schon immer bereit. Und Mario wird es auch immer sein.
So, den Kurs kenne ich jetzt schon, weil das ist der eine Stern, den ich bereits geholt habe in der gescheiterten Aufnahme. Darum können wir jetzt hier gerade ein bisschen upskillen. Aber ich muss sagen, das Rennen gegen Cooper ist gar nicht leicht. Besonders natürlich, wenn man den Kurs nicht kennt. Aber für ein Rennen mit Cooper geht's eigentlich. Gut, jetzt natürlich, wenn man hier so souverän durchjumpt, dann ist das auch kein Problem mehr. Aber beim ersten Mal habe ich mir da schon schwer getan. Da bin ich gerade so vor ihm reingekommen ins Ziel. Aua. So. 35 Sekunden. Das soll mir der Look-Me-Lord erstmal nachmachen. Würde er bestimmt. So. Cooper steckt halb in der Säule, macht nichts. Ich bin immer noch ein Loser nach all diesen Jahren des Trainings. Naja. Ich sollte mal meinen Kopf an einer Wand kaputt hauen. Naja, nimm diesen Stern. Ich habe ihn gefunden im Wasser, während ich schwimmen war. Das Wasser ist so warm hier. Hohoho. Ja, schön. So. Und jetzt schauen wir mal, sieht der Stern irgendwie anders aus? Ja, sieht er. Ach, das hat Bro-Dude gemeint. Okay, das ist ja richtig cool, der Effekt. Der fällt mir jetzt erst auf. Der Stern hat gar keine richtige Textur, sondern die Textur schwimmt so mit dem Stern mit praktisch. Also zum Beispiel das Blaue ist immer rechts und das Rote immer links. Egal, wie rum sich der Stern dreht. Das war vorher noch nicht so. Sehr cool. Und wir haben unseren ersten Stern. Tropical Cooper Ways. Stern Nummer 3 war das allerdings schon. Du hast einen der bunten Sterne gefunden. Ich frage mich, warum sind die hier? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Was gibt's denn? Außer gelbe Flammen. Was gibt's denn hier oben? Also der Heck gefällt mir. Naja, das war nix. Der Heck gefällt mir schon jetzt sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Okay, hier gibt es eine Metallkappe, eine Titankappe. Da drüben ist eine Röhre. Was haben wir hier noch? Eine Tür, die wir nicht aufbekommen. Und ein Schalter. Aha, ein Schalter. Ein Schalter, den wir wahrscheinlich mit der Metallkappe öffnen können. Damit wissen wir schon, wozu wir die brauchen. Ach man, dachte ich, die Kisten kann man hier irgendwie aufbrechen, aber geht nicht. Dann lasst uns doch gerade mal hier reinhüpfen. Wo sind wir? Kurs 2, Kerouac Beach, Shoot Down Klepto. Nee, Leute, ich möchte jetzt eigentlich wieder zurück. Oh, jetzt komme ich hier raus. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich wieder zurück in Kurs 1. Ich dachte, das wäre die Oberwelt, aber irgendwie hat das der Herr Bro-Dude ganz schön clever angestellt mit den Warps. Bisschen komplexer als normal. Normalerweise kommst du ja immer in die Oberwelt und von der aus kannst du alle Welten erreichen. Aber hier ist das etwas anders. So, dann schauen wir uns hier mal um. In die Tür kommt mir dann wahrscheinlich auch nicht. Nee. So, der Cooper ist gerade vor Schreck gestorben. Hier gibt es eine rote Münze. In Ordnung. Kann ich mit leben. Bah, Chuck, ja weh, du schmeißt mich ins Wasser. Natürlich schmeißt er mich ins Wasser. Na gut, können wir ein bisschen schwimmen gehen. Das Wasser ist wirklich sehr warm hier. Sieht schön aus alles. Und wir schwimmen ein bisschen durch die Gegend. Da unten ist ein Loch. Und da schwimmen wir gleich mal rein. So, wir genießen weiterhin unseren Aufenthalt. Ach, und das ist doch schon wieder so ein Star-Revanche-Gedenklabyrinth. Da hat der Leo Bro-Dude sowas auch eingebaut. Oh je, oh je. Ich hoffe, wir trinken nicht. Denn ich habe keine Ahnung, wo der Stern sein könnte. Könnte. Hier ist ein Luftloch. Aha. Gibt es dort am Ende gar keinen Stern, sondern nur hier so einen Ausgang? Halt. Ich habe gerade die ganze Zeit in der falschen Kameraperspektive gespielt, weil die beim Schwimmen irgendwie... Na danke. Weil die beim Schwimmen gerade irgendwie besser war. Bam! So, eine Münze noch, dann bin ich wieder bei vollen Kräften. Ach, hier komme ich raus. Moment mal, ist das überhaupt das, was ich denke, was es ist? Ja, schon, oder? Doch, klar. Hier waren wir vorhin, also nicht hier, sondern... Da hinten waren wir vorhin schon. Ja,
Da sind wir mit Cooper lang gerannt, hier auf dem Weg und dann da hoch und dann hier rüber und irgendwie so. Warum kommt man hier in die Tür nicht rein? Rote Münze. Sollen wir die roten Münzen sammeln? Nee, dafür ist der Part auch zu weit fortgeschritten. Was sind denn das hier für Stapel? Ein Stern. Na dann. Yeah! Mr. Bowdude möchte mich wohl trollen. Warum steht da oben immer noch eins? Ich habe doch den Stern gesammelt, oder? Oh, Bombe. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Vielleicht. Na, weiß auch nicht. Psst. Hast du von den Trollsternen gehört? Das sind teuflische weiße Sterne, die ihre Farbe in jede andere wechseln können und dabei dann so aussehen wie echte Sterne. Wenn du sie einsammelst, will der Sternzähler nicht wachsen. Also, wir haben also einen Trollstern eingesammelt, der nichts bewirkt, außer dass wir aus dem Level gekickt werden. Aber der Stern wird nicht gezählt, weil es ein Trollstern ist. Ja, jetzt ist er auch weg, der Trollstern. Danke, lieber Bob Om. Dann müssen wir hier wohl weiter. Das hätte ich mir gleich denken können. Und hier ist der Richtige, oder wie? Ja, so sieht es aus. Und mit einem gekonnten Rückwärtssalto hüpfen wir rein und haben jetzt unseren zweiten Stern. Und der wird auch gezählt. Ein Glück. So, was machen wir jetzt als nächstes? Einen Stern können wir theoretisch noch holen. Hätte ich nichts dagegen. Die Frage ist nur, welchen? Ah, hier werden die roten Münzen später angezeigt. Ich schaue mich mal kurz um. Da ist nur eine blaue Münze. Also der rote Münzstern ist ja jetzt hier der blaue Münzstern, stimmt ja. Ich gehe nochmal da hoch. Da sieht es mir interessant aus. Wow. Stern. Nicht, natürlich nicht. Wäre zu einfach. So, kommen wir hier hin. Ach so, dieser Münze. Okay. Da wollen wir jetzt noch nicht hin. Dann, okay, ich dachte schon, wir kommen hier nicht mehr hoch. Das wäre bitter. Ausrufezeichen-Schild, auch schön. Was war denn das? Da war irgendein Gesicht hinten drauf. Ah, Mann, ich sehe die Dinger mal nie. Die sind gut getarnt. Komm, ich gehe jetzt mal hier lang. Wenn ich keine Ahnung habe, wo mich das hinführt. Ah. Wie? Auch nur zu einer roten Münze? Na super. Na, dann gehe ich hier nicht lang. Rote Münzen brauche ich nicht so unbedingt gerade. Nein. Ach, Mann. Na gut. Das Wasser ist ja wenigstens schön warm. So, wie komme ich denn jetzt wieder raus? Durch das Loch am besten, ne? Das dann ja scheinbar gar keinen Stern beinhaltet. Oder? Wow, warum ist mein Handy auf laut eigentlich? Das ist es sonst nie, vor allen Dingen nicht, wenn ich Let's Plays aufnehme. Da habe ich das immer schön leise eingestellt. Okay, hier geht's nicht weiter, also es ist doch kein Labyrinth. Hab mich da verarschen lassen. Denn es geht einfach nur hier raus. Doch, Moment. Oder ist es doch ein Labyrinth? Oder ist es doch ein Labyrinth? Ist es etwa doch ein typisches Bro-Dude-Labyrinth? Ne, ich glaube irgendwie nicht, weil hier die erste links war, glaube ich, der Ausgang von der anderen Seite, wo wir vorhin schon rein sind. Und ich glaube, wir sterben auch bald. Noch geht's, aber wir sollten allmählich auftauchen, Captain. Das sieht mir alles schon sehr komisch aus, nicht wahr? Aber einen Stern kriegen wir nicht für das Rumgeschwimme. Zumindest noch nicht. Uah.
Vielleicht kriegen wir nur einen Tod dafür. Ein Tod, ein Tod, ein Tod. Ein Tod. Was ist ein Tod? Oh, ein Stern. Ich halte den Kopf nicht aus. Da wollte ich schon eigentlich wieder rausschwimmen. Und dann gab es da doch einen Stern. Hahaha, Bro, du trollst mich nicht, außer mit den Trollsternen. Du hast jetzt 3 Regenbogensterne. Es sieht so aus, als gäbe es mehrere auf Ensaioar. Vielleicht solltest du ein paar mehr von denen sammeln. Meinst du? Na gut, das sieht einem wieder üblich. Wie bei Sunshine. Willst du Urlaub machen einmal, schon kommt die ganze Arbeit und verschlingt dich. Tja, das Leben eines Klempners ist hart. Blaue Münze? Das Leben eines Klempners ist hart. Was ist denn hier los, sag mal? Aber sieht schon schön aus auf den ersten Blick. Und hiermit mache ich jetzt auch mal ein Folgenende. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. 3 Sterne haben wir schon gesammelt. Das ist doch eine gute Ausbeute für den ersten Part. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon mit Co-Kommentator. Danke fürs Zuschauen und bis zur zweiten Folge von Mario 64 on an oder so. Okay, bis dann. Danke fürs Zuschauen und tschüss.